5, 4, 3, 2, 1, go. Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play. Grand Theft Auto 3. Wir hauen heute die Gangster zu Brei. Schön, dass ihr da einen eingeschaltet habt. Hier mit Claude Speed, Alter. Und er ist so schnell. Er hat richtig Speed drauf, ey. So, hallo, ich brauche Speed. Du alter Rentner. Du bist eh ein Rentner. Darfst nicht mal Auto fahren. Gefährlich. Tschüss. Du bist ein Rentner. Darfst nicht mal Auto fahren. Hab ich eben gesagt. Hast du mir zugehört? Und schon die Nil taub auch noch, oder wie? Geil, läuft heute. Ich zum Glück habe ich das Auto weggenommen. Hab ich gleich gespürt, hab ich gleich gefühlt, Alter. Ich fühl sowas. Ja, was denn los? Jäger des verlorenen Schundes. A thieving opportunist has stolen a van of my latest publication, Hub of the Press. But that spanked up idiot has left the rear doors open. And now my beautifully produced, tastefully photographed adult literature is being dropped all over Liberty. Take the van and follow that trail of Donkey Does Dallas volumes 1, 2 and 3, collecting it as you go. When you follow the trail to that thieving spankhead, waste him. Then deliver my Donkey Derby to Triple X Max in the Red Light District. Erstens, warum grabt er sich ins Auge, wenn er telefoniert? Zweitens, warum guckt er so verblödet? Also jetzt mal ernsthaft, der guckt ja richtig bescheuert, so richtig bescheuert, das will ich gar nicht verstehen. Gottes Willen, du warst ein Spiel, ey. Oh, ne, kenn ich die Mission? Ja, muss ich kennen. Hab ich schon einmal durchgespielt. Ah, das war das, ne? Okay, ob ich das anhieb schaffe, mal schauen, aber wie groß. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich alle mitnehmen muss, keine Ahnung. Muss ich alle mitnehmen, weiß ich nicht. Ja, weil der auch so gut fährt. Ja, ich wollte ihn überholen, das war dumm und ja, geil. Zum Glück kann ich mich so ganz schnell jetzt mittlerweile drehen. Das nimmt schon mal ein bisschen Zeit raus. Gerade ist wichtig, oder? Ich glaube, ich dumm, dass ich weiß gar nicht, ob ich alle mitnehmen muss. Ich glaube aber ja. Ja, weiß, ja, geh von aus. Ja, so gut kenne ich die Mission nicht mehr. Also du, was siehst du denn halt auch so spät, ne? Ah, siehst du so spät, hör auf. Ah, egal, jetzt hab ich eine übersehen. Toll. Ja, ich soll nicht alle mitnehmen müssen, keine Ahnung. Hoffentlich ist es nicht verkackt. Ach da. Ja. Oh Gott. Zu fies, weil ich auf der Map auch nicht sehe, wo der nächste ist. Ne? Shit, schnell gefahren, ne? Jupp, danke. Danke, läuft bei dir. Hey, Kollege. Oh. Ja, damals war Mission ekliger als heute. Damals war Mission so undankbar. Ich meine, das Gute ist, sie haben ein Checkpoint-System, glaube ich. Ich meine, dass es hier auch ein Checkpoint-System gab. Auf jeden Fall gibt es ein System, dass wir schnell neu starten können. Das weiß ich noch. Ich glaube es damals auch nicht. Egal. Wir haben auch eins übersehen, können wir auch zwei übersehen. Glaube ich. Jäger ist verloren, Schundes, ey. Okay. Wir brauchen schon Ampeln. Sag ich mir auch immer. Also ganz gut, glaube ich. Weiß nicht, wie lange das noch geht, aber... Das geht auch nicht. Junge, da meine ich, woher soll ich das sehen? Ah. Ja, man muss echt so ein bisschen wirklich aufpassen, ne? Das ist halt hart fies. War das richtig? Ja. Ein Transporter zurück, okay. Ja, easy. Ich wusste gar nicht, wie ich überfahren sollte. Gut. War zum Glück richtig. Wenn ich dann Schuss nochmal machen kann. Ja, damals, da war ein bisschen härter. Ja, es geht eigentlich. Also, ja, es war irgendwie. In dem alten Jahr fand ich es, glaube ich, härter. Meine ich zumindest. Aber vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich das schon. Also, ich kann mich zwar an die Mission nicht erinnern immer. Also, eigentlich an gar keine. Ich kann mich an gar keine erinnern.
Aber ich habe schon mal öfters gespielt, GTA 3. Ich habe schon zwei, drei Mal gespielt. Es kann natürlich auch so sein, dass, also die alte Version. Es kann natürlich auch so sein, dass ich das so, so ein bisschen in mir habe trotzdem, ne? Obwohl ich... Ja, warum springst du denn zu mir? Hast du was? Ich überfahre dich jetzt. Ist mir zu blöd. Wenn du dumm bist, du bist überfahren. Da kenne ich keine Gnade. Eine Gnade muss man sich bekanntlich verdienen. Geil, neue Kunden. Cool. Weinzigtausend wieder mal. Ja krass, wir haben bei diesen Missionen noch nicht einmal verloren. Das war letzte. Cool. Okay. Da würde ich sagen, gehen wir zu dem Jungen, Jonas. Wie heißt er nicht? Keine Ahnung. Jonas, glaube ich. Nee, wie hieß der? Du bist eine Legende? Das ist auch noch eine Frage. Yakuta. Yakuta gibt's ja. Ah ja, Yakuta kennen wir ja. So, die Yakuta kennen wir ja. Also Yakuta. Aus dem Spiel. Ja, das ist egal. Aber das ist eigentlich entspannt, ne? Also mich wundert, dass wir so gut durchkommen. Ich hab wild übelst. Ich habe auch so ein bisschen Angst gehabt vor dem Spiel, muss ich sagen. Ich hab gedacht, wir kommen doch richtig schrecklich durch. Aber gut, wir sind auch noch am Anfang, ne? Also. Ah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Mission wir jetzt geschafft haben von wie viel. Kann ich ja nachher nach der Folge mal kurz gucken, wie viel Mission das Spiel hat. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, so viele werden es nicht sein. Oh, eher 6 Uhr. Ja, speichern ist halt auch doof. Ja, gut, dann. Dampft der Wagen? Der Wagen kaputt? Nein. Also, ja, kaputt ist er ein bisschen. Na, Kollege auch nicht anrufen. Ah, fahren wir jetzt mit TV. Und alle haben keinen Bock zu fahren, jetzt nicht. Wollte ewig. Damit per TV. Aber damit war das, ist ja egal eigentlich. Die Missionen sind, ja. Ich habe das damals immer ganz so gemacht, dass ich immer ein Aufwärtsgeber durchgespielt habe und dann den nächsten mache. Aber ich finde, bevor wir jetzt hier warten, das gibt einfach Sinn. Also, speichern ergibt auch keinen Sinn, weil wir dann bald über 14 Uhr kommen, es geht immer sehr eher gut 6 Stunden, ne, kommen wir eigentlich 12 Uhr. Ja, könnte man knapp schaffen. Aber egal, schmutzige Wäsche. Ja, ja, ist ja gut. So, die won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Okay. Ich meine, wir sind einfach der beste Auftragsgeber. Der beste. Ich weiß auch nicht, ne? Allein mit deiner Karre, ne? Tony. Tony, wie heißt du? Wie ist deine Toni, Zap, Zap, Caprese, irgendwie so nicht. Toni Caprese oder wie hieß sie? Ah, keine Ahnung, wie hieß. Nee, Toni Caprese. Nee, wie hieß das so? Ey, wenn wir RWS mit K war das. Kacke, er kein Toni. Nennen wir dich Toni. Toni, den alten. Ich hätte den auch schon wieder kaputt gemacht. Alter, ich fahr wie ein Arschloch. Alter Schwede, ich fahr wie so ein Arschloch. Warten. Ja. Je länger du die Länge machst, dass du gedrückt hältst, desto weiter wirfst du eine Granate. Na, da freut sich denn Renate. Warte. Einmal hier für Durchzug sorgen. Wir tauschen. Gerade für so eine Mission ist so ein schneller Wagen. Ein Vorteil für alle Beteiligten. Ah ja, war ja. Oh Gott. Wie wollt ihr fahren?
wollte den Wagen hier nicht. Ich habe mir eben gedacht, warte ich mal kurz. Ich will den Wagen nicht schon an der ersten Straße kaputt machen. Ich wollte den Wagen auf ein bisschen fahren. Eigentlich ganz ehrlich, wollen wir das wieder machen oder wollen wir das wieder Uzi machen? Ah, keine Ahnung. Immer wieder Uzi. Wir haben das Geld. Dann laden wir auf anderen Mal. Die bewahre ich immer auf, die behalte ich mal alle. Das machen wir kurz wieder Uzi, ist schneller. Und nicht so gefährlich. Granaten. Ich bin kein Granatenfan. Ich habe das Talent, mich selbst in Luft zu jagen. Und dann würde ich ja mein. Dann würde ich ja hier mein Ding aufgeben. Ich bin gerade so gut, Alter. Ich verliere nie bis jetzt. Das muss ich ja nicht. Gut funktioniert. War sehr gut. Hat sehr gut funktioniert. Alles gut. Und kaputt sie. Hi. Sehr schön. Hi, warum bin ich denn jetzt in der Polizei gejagt? Ganz gemacht. Das ist ein. Alter, das ist ein Familienkrieg, okay? Da gibt's nur Unstimmigkeiten, das ist ganz natürlich. Jetzt kommt kein anderer mehr. Außer Taxifahrer, die kommen, gegebenenfalls, aber keine Ahnung. Hä? Ja, was prankst du mich, Alter? Tschüss. Das geht viel schneller. Das ist meine Granate, die mich, glaube ich, kacke. Kabumsi. Mal schön, wenn wir schön angucken, wie der stirbt. Und können wir ja die andere Mission machen, wenn das Ende der Mission ist. Ja, die Mission ist aber auch easy, ne? Also, ja, wird wirklich easy. Also, wundere mich gerade so. War doof, hätte ich bremsen sollen, das wäre. Ja, machen wir es nochmal. Mach kaputt, die, komm. Mach Knall! Danke. Nächste Mission. Du Wichser! Komm. Junge! Ist denn mit dir nicht in Ordnung? Wir müssen aufhalten. Das ist ein Amokläufer. Alter! Hilfe! Oh nein. Oh nein. Das war Notwehr! Ich habe aus Notwehr gehandelt! Ey! Das war Notwehr! Das ist aber ganz klar Notwehr gewesen! Arschloch! Egal, ich hatte Fuß. Scheiße! Was ging denn der Typ aber, weil ich den Wagen kurz geschreut habe? Arschloch! Ja, die Uzi ist halt wichtig. Die Uzi ist halt so geil. Eine geile Knarre. Oh, es macht wieder richtig Bock, GTA zu spielen, ne? Das geht nicht auf. Geht der auf? Wir haben noch nicht mehr viel Zeit. Das geht auch nicht auf. Wow. Hm. Alter, weißt du, das wird sogar geil. Dann können wir die nächste Mission starten. Das ist ja richtig passend. Was passiert? Ich werde hier überfahren. Und muss sofort. Danke, vielen Dank. Nur beeilen, weil ich würde ganz gerne mit ihm hier weitermachen. Haben wir schon ein bisschen bei Toni reingeguckt, bei dem Toni. Capriese habe ich eben gesagt, ne? Wie? Nee, egal. Ich weiß, wie der Typ heißt. Wie ist denn der Toni? Der hieß nicht so. What a ride she's gonna be, huh? Alright, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock. Not a minute after. Okay. Okay, okay, okay. Ah, that's good. Ist ja immer wieder geil, wenn die mal so wieder so ein GTA machen. Ich meine, vielleicht wäre das auch, das habe ich mir ja schon mal überlegt, warum man nach GTA 5 keine GTAs mehr gemacht hat. Ich meine, GTA Online okay, aber man hätte auch so kleine Singleplayer-Projekte machen können. Aber gut, damals, ja gut, war das eigentlich noch nicht so bekannt. Man macht ja jetzt zum Beispiel auch Ubisoft und Assassin's Creed Mirage, ist ja auch kleiner. Vielleicht ist das auch was von Rockstar Games.
dass man einfach so kleine Spiele macht, so, oder so Vorgeschichten oder so, man einfach mal sagt, okay, geht das nicht GTA 6, aber schon so ein, was ein Fluchtwagen, du Idiot. Ella, was? Achso. Oh, ja, genau. War bestimmt ein Viertürer, ne? Ja, ne? Ja, ein Viertürer. Jetzt für Leute. Ja, wir haben da ein richtig beschissenes Auto aus, kann ich sagen. Egal. Also, passt schon. Oh, da kommen wir mehr Spaß an. Der wird Spaß haben. Fahrt zur Bank auf dem Boulevard. An eine einzige Mission kann ich noch erinnern, mich noch erinnern. Und auch dessen Lösungsweg. Aber es liegt daran, dass ich ihn damals so lange gegoogelt habe, dass ich den weiß. Bei den schweren Dingern. Da gibt es drei Missionen, glaube ich. Die habe ich natürlich gegoogelt. Weil ja, weil ich aber so oft gegoogelt habe und so oft probiert habe, in diesem Gedächtnis geblieben. Ups. Oh nein, ich habe ein bisschen beschissenes Auto dafür genommen. Autsch, 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 meine Damen und Herren. Oh. Man, hättet ihr nicht auch einen Bankraub machen können ohne Massenmord? Aussteigen und mit dem Wechsel. Hallöchen. Moment mal. Brauche ich die alle? Oh, komm, komm, Chef. Tschüss. Dann. Ist mir egal. Nee, muss ja auch mit dem Scheiße. Okay, warte mal. Genau. Das sind die Beste, die auf die Polizei zu schießen, ich weiß. Nein. Einsteigen, Leute. Stimmt, den Wagen kann ich aber nicht nehmen zum Umlackieren. Verdammt. Wir müssen nochmal umsteigen. Den ja. Aber letztes Mal umsteigen jetzt, komm. Komm, hat keiner mehr Bock? Der da hinten. Der da vorne hat noch Bock, hab ich gehört. Hi. Ja. Achso, die haben ihn umgebracht. Egal, das ist tot. Passt. Na gut, das ist ein bisschen. Es läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, aber egal. Ich glaube, die Brutalisierung war jetzt auch nicht mal eine beste Idee, die ich je hatte. Aber es war eher nur eine Kurzschusshandlung. Ich hätte das lassen sollen. Ich hätte einfach mit dem Wagen. Weil es auch gar nichts gebracht hat. Das hat mir jetzt eigentlich nur was erschwert. Ich habe die Polizisten erschossen, um einen Polizeiwagen zu kommen. Dann gemerkt, hey, geht ja gar nicht mit dem Pain Spray. Na egal. Puh. Das war, glaube ich, so kann man die Mission auch machen. Das war ein neuer Ansatz, tatsächlich. Zwei haben wir überlebt, das reicht ja. Ein bisschen mehr Beute für euch alle. Aber nicht ganz, eigentlich ganz geil. Alter, doch ganz geil, oder Leute? Mehr Beute für den Einzelnen. Genau, zwei reichen. Bisschen weiter. Mehr Beute für den Einzelnen. Okay, die Mission war interessant. Au. War gerade ein bisschen falsch. Obwohl, eigentlich nicht. Genau hier lang. So, und haben gleich ein Auto fürs nächste Mal. Nice. Warte für die nächste Mission. Genau. Obwohl, dann machen jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber wir haben den J ja fertig. Dann machen wir auch hier einfach ein kleines Folgenpäuschen.
beim nächsten Mal mache ich einfach weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Folge dann mit Toni, mit vernünftigen mit Toni. Ja, da haben wir ihn ja ein bisschen kurz mal angeguckt und nächstes Mal machen wir ihn vernünftig weiter. Gut, Leute. Ich steck mir ins Auto, falls ihr ihn auch beschießt, das weiß ich ja nicht. Und bis dann, haut rein. Tschüss, euer Pirates. Ciao.